Einen wunderschönen guten Tag und natürlich auch wie immer herzlich willkommen zu einem weiteren Video, meine Lieben. Ja, Leute, ich hoffe, dass es euch gut geht und dass ihr heute auch so knaller Wetter habt wie wir hier in Köln. Bei uns ist der Himmel wirklich blau, die Sonne scheint, es ist auf jeden Fall angenehm warm. Und ja, das tut auf jeden Fall mal wieder der Seele richtig gut, bringt gute Laune und deswegen habe ich mir gedacht, heute ist genau der richtige Tag, wo du hier diese Account-Verlosung wieder starten kannst. Ich habe diesen Account, Klumpi Klumpi Junior heißt der, habe ich von dem Spieler Klumpensuppe vor einigen Tagen geschenkt bekommen. Er sagte mir, hey, ich habe einen Account für dich, da ich angefragt habe, ob jemand Accounts für mich hat, die ich verlosen kann. Und ja, da hat er sich gemeldet, hat gesagt, klar, habe ich einen Account für dich und ja, hat ihn mir geschenkt, hat gesagt, Mensch, tu doch jemandem was Gutes damit. Und ja, an dieser Stelle vielen, vielen Dank, Klumpi, wir nennen ihn alle Klumpi, dass du mir diesen Account hier ja zur Verfügung gestellt hast, wir jemanden damit glücklich machen können. Und ich muss ja natürlich an dieser Stelle auch mal ganz, ganz ehrlich sagen, solche Aktionen bringen mir natürlich auch neue Abonnenten. Ja, es ist nicht immer so, dass wir hier diese Aktion starten, um euch was Gutes zu tun. Natürlich will man das. Man freut sich natürlich auch, wenn man sieht, dass sich andere freuen, wenn sie diesen Account gewinnen. Aber diese Aktionen helfen uns natürlich selber auch immer weiter, indem wir natürlich neue Abonnenten hier mitgewinnen. So, ich würde sagen, wir starten auch mal direkt hier mit der Vorstellung. Ihr seht, Welle P sind wir momentan am Sweepen. Wir waren noch gestern im Experten-Dungeon, da hat sich der Klumpi hier schon richtig weit nach vorne gearbeitet. War auch schon ziemlich am Ende angekommen. Ich habe dann heute hier das Ganze vollendet und ja, wir sind im Meister-Dungeon angekommen. Den ersten habe ich auch schon mal gespielt, habe hier zwei Flammen erreicht. Hier ist auf jeden Fall noch einiges mehr möglich. Dann kommen wir mal zu den Pets. Mini Angie habe ich auf 4 gebracht. Die Pets waren hier nicht gelevelt. Der Klumpi hat hier alles in die Helden reingesteckt. Und ich habe mir dann gesagt, alles klar, Zeit, dass wir hier die Pets mal ein bisschen auf Vordermann bringen. Julefant auch auf 4. Ja, dann wie immer, ach, den Ruduf, den habe ich gestern bekommen. Aus der einen Tasche, die es im Bazar gab. Ja, Phoenix, wisst ihr ja selber, die sind bei mir immer alle vernünftig geskillt. Wegen dem Gildenkrieg, wegen den Dungeons und so weiter. Höllenballon ist auch schon auf Level 6, Bablo auch auf Level 6 und um den Rest müsst ihr euch dann kümmern. Dann schauen wir hier auch mal in die Relikthalle rein. Meteor bin ich momentan am Level. Normal wollte ich mich hier um den Schneesturm kümmern, ging aber nicht, da die Relikthalle erst auf Level 16 war und daher habe ich mich dann erstmal für die Meteor entschieden. Ich bin momentan das Heerlager am Leveln. Will es auf Level 16 bringen, das ist schon auf Level 16, das levelt auch, ist auch auf Level 15, das heißt hier in einigen Tagen wird es auf Level 16 sein, weil ich hier die sechste Heldenbase haben möchte, denn wir stehen wirklich kurz davor, ihr seht's, die Goldmine ist am Leveln, ist auf Level 15, die ist schon auf Level 16, die ist auch auf Level 16, die auch auf Level 15, mein Gott, das ist ja hier mal eine richtige Wortakrobatik. Golddepots sind alle auf Level 16, die Mana-Depots auch. Und dann müsst ihr einfach gucken, dass ihr noch hier die Mana-Mühlen auf Level 16 bringt. Und dann habt ihr die sechste Heldenbase. Ja, Türme und so weiter müssen natürlich hier auch noch auf Vordermann gebracht werden. Ihr seht, Garni habt da Level 4. Ist auf jeden Fall alles schon mal hier auf dem richtigen Weg. So, dann schauen wir auch mal in das Lost, in das Verschollene Reich rein, in das Lost Realm. Ja, Level 16 steht kurz vor Level 17. Kristallminen sind auch alle hier vernünftig angepasst worden. Und ja, auch das ist hier alles vernünftig. Dann schauen wir mal rein, wie viele Orden wir haben. 36.200. Kurzer Blick ins Lagerhaus. Ich habe gestern hier mit der Ehre ein paar Talentinsignien gekauft. Warum, zeige ich euch gleich. Ihr seht, ihr habt hier ein paar Kopien, nämlich Tessa-Kopie habt ihr hier auch. Runen sind auch vorhanden. Auch hier ist alles so, wie es sein soll. Ja, dann kommen wir zu guter Letzt hier auch mal zum Heldenalter. Mensch, diese Ausrufezeichen, ja, ich finde die ja okay. Die Ehre, die man daraus gewinnen kann und Splitter und was auch immer. Aber dass die hier so rumlaufen in der Base, geht mir tierisch auf den Nerv. So, kommen wir zu den Helden. Ihr seht, wir haben hier einen Waller auf 8 von 10 mit einer 5-8er Flammenwache.
Finde ich auf jeden Fall ein richtig geiles Talent. Auf ihn würde ich auf jeden Fall nicht tauschen, sondern würde gucken, dass ich das auf 8 von 8 bringe. Dann haben wir einen Kürbisherzog, der auf 8 von 10 ist. Mit einem 5-8er Bersi, deswegen habe ich die Talentinsignien gekauft. Ich wollte ihn hier schon mal auf 6 von 8 bringen. Splitter haben wir 13.000, habe ich jetzt nicht gezeigt. Da wollte ich den Kürbisherzog auch auf 9 von 10 bringen. Ich denke mal, dass ich das in dieser Woche noch schaffen werde. Dann haben wir hier einen Schnitter mit einem 4-8er Kriegsgott, ein Aries auf 8 von 10. Somit trifft er schon mal seine Ziele, braucht natürlich noch das passende Talent. Ein Gargoyle auf 7 von 10 mit einem 5-8er Bollwerk. Ein Grimm mit einem 5-8er Bollwerk. Ein Rudi auf 7 von 10, aber schon ein 7-8er Bollwerk. Ist auf jeden Fall eine Dungeon-Kanone. So, dann habt ihr hier einen Eros auf 8 von 10. Der muss natürlich schnell auf 9 von 10. Nämlich Tessa mit einer 5-8er Hartnäckigkeit. Ein Druiden. Dann habt ihr hier einen Captain Weißbart, den ich gestern bekommen habe. Ein PK. Eine Valentina. Um die müsst ihr euch natürlich auch kümmern, auch wenn sie nicht das passende Talent hat. Ist momentan auf 2 von 10. So, dann schauen wir hier noch einmal grob drüber. Ihr habt hier eine Kalypso mit einem 3-8er Kriegsgott, einen Beastmeister, eine Kürbishexe. Hier habt ihr eine Medusa mit einem 2-8er Schwächen. Ein Baum mit einem 3-5er Kriegen ist auf jeden Fall auch schon mal nicht verkehrt. Dann habt ihr hier hinten noch Kopien, eine Medusa-Kopie, Eros, Aries, eine Gargoyle-Kopie. So, dann habt ihr hier hinten auch eure Garni. Hier sage ich auch immer an dieser Stelle, schaut, dass ihr immer eine unterschiedliche Garni habt. Ja, es ist wichtig, in Zukunft wird sicherlich der ein oder andere Held im Schicksal erscheinen, in dem Modus Schicksal erscheinen. Werwolf ist ja momentan dort am Start und von daher schaut immer, dass ihr eine unterschiedliche Garni nutzt und ja, dieses ist hier auf jeden Fall der Fall. So, jetzt überlege ich mal, habe ich irgendwas vergessen? Ich denke mal nicht, ich habe euch alles gezeigt. Ja, was müsst ihr tun? Kommen wir erstmal zum ersten Punkt, der nicht zwingend notwendig ist. Das liegt an euch, ob ihr mich da unterstützen wollt. Und zwar, wenn ihr Freunde habt, die meinen Kanal noch nicht kennen, dann würde ich mich sehr drüber freuen, wenn ihr ein bisschen Werbung für mich machen würdet. Erzählt euren Freunden von meinem Kanal. Die müssen ihn auch nicht abonnieren, aber die sollen sich zumindest mal auf meinem Kanal umschauen und sollen dann einfach selber entscheiden, ob die Bock auf meinen Kanal haben oder nicht. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ihr auf jeden Fall machen müsst. Kommentiert das Video, haut in die Kommentare Gewinn rein. Ja, wie immer, also einfach gewinnen oder ich will gewinnen oder irgendwelche tollen Sätze, so wie ihr das halt immer macht. Und wichtig ist, dass jeder nur einmal kommentiert. Das heißt, wenn jemand öfters als einmal kommentieren sollte und ich ihn dann an dem nächsten Samstag ziehen sollte, wird er keine Möglichkeit haben, diesen Account gewinnen zu können. Einmal kommentieren nur und das soll es dann auch an dieser Stelle gewesen sein. Ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich mich wieder in die Sonne haue. Wie gesagt, ich hoffe, dass ihr auch richtig tolles Wetter habt. Genießt den Tag, haut euch auch in die Sonne rein, tankt Energie, das ist sehr, sehr wichtig. Gerade an diesen kalten Tagen, an diesen regnerischen Tagen, die wir hier in den letzten Wochen hatten. Und ja, meine Lieben, euch auf jeden Fall jetzt schon mal viel, viel Glück. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns wie immer in dem nächsten Video.